Was ist denn hier los? Tipps für Trainer. Wenn man an den Trainer die Pokémon klaut, ist ein Dieb. Wow. Oh, jetzt rennt mir Taubs hinterher. Was soll das denn? Oh, das ist ja blöd. Okay, komm, jetzt machen wir erstmal die Göre hier fertig. Ich selbst bin keine Trainerin. Aber wenn du einen Trainer in die Augen siehst, solltest du dich auf einen Kampf vorbereiten. Okay. Also kann ich gleich direkt an ihm vorbeigehen, ohne in die Augen zu gucken, und alles wird gut. Ein wildes Hut-Hut erscheint. Ja, komm, das machen wir mal fertig hier. Gesichte. Ja, ich habe auch ein Gesicht, aber ohne E. Stackle ein. Och, das macht keinen Schaden. Oh, oh. Angriff von Vogel sinkt. Vogel setzt Tackle ein. Tackle, würde ich schon sagen. Ein Volltreffer. Gut so. Mach es richtig fertig. Nein! Ach, Vogel ist so nutzlos. So, so, wir benutzen wieder unser Mr. Kdon. Streng dich an, Mr. Kdon. Und, ah ja, ihr habt im letzten oder im vorletzten oder im vorvorletzten Video gesagt, ich hätte jetzt eine Idee, wie ich das mit beiden Bildschirmen löse. Hab die Idee vergessen. Ist ein bisschen blöd gelaufen, aber... Okay, ich würde sagen, wir tauschen hier mal wieder, weil das ist... mein Vogel ist irgendwie nutzlos. Tausch, tausch, zack. Zurück. Und wir sind wieder am Start. Ich habe dir nicht in die Augen gesehen, mein Freund. Meine Augen waren nach vorne gerichtet. Die sind nicht so an der Seite von meinem Kopf, weißt du? Die sind wirklich vorne. Ich suchte Käfer-Pokémon. Doch, ich fand eine Träne. Wenn du einen Baum ansiehst, dann wirst du da bestimmt kein Käfer-Pokémon finden. Nicht in diesem Spiel. Nicht in meiner Welt. So, ein Raupi. Los, Mr. Kdon. Mach ihn fertig. Hey. Kratz er. Es ist so schwach, wirklich. Wie kann man so schwache Pokémon haben? Ich hasse schwache Pokémon. Ich fange nur die stärksten. Vogel werde ich wieder freilassen, weil es ist kacke. Mr. Kdon erhält 33 Punkte. Käfersammler sitzt. Nein, möchte nicht wechseln. Setzt noch einen Raupi ein. Dass er nicht aufgibt. Ich habe das erste schon gnadenlos fertig gemacht. Und das zweite habe ich noch gnadenloser fertig gemacht. Mit einem Schlag. Mit einem Kratzen. Gibst du auf? Ja, er gibt auf. Ach, du bist so stark. Ja, das hast du gut erkannt, mein Freund. Das hast du gut erkannt. Oh Mist, da ist auch noch eine Beere. Aber egal. Und ich muss wieder durchs Gebüsch hüpfen. Machen wir das mal. Was ist mit dir los hier? Hast du was zu melden? Die Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon mit Hilfe einer Attacke da drinnen für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen gehen. Aha, ist hier diese Attacke? Gurke hat Trank gefunden. Nein, das ist ein Trank. Mal wieder. Abwechslung pur. Was hast du zu melden? Ich bin heute auf der Suche nach Pokémon viel zu viel gelaufen. Meine Füße tun weh, ich bin müde. Ein wildes Pokémon wäre ich jetzt leichte Beine. Alles klar. Das ist schön für dich. Hier steht ein Aprikoko-Baum. Ja, dann rütteln wir mal da dran und bekommen eine Aprikoko. Aprikoko. Weißt du, man darf nicht schwarz schreiben, weil das rassistisch wäre. Also schreibt man nur Switz. Um eine Anspielung auf die Schweiz zu machen. Oder so. Hat einen Pokéball gefunden. Ja, easy. Zack. Und was haben wir hier? Ich habe jede Menge Pokémon gefangen, lass uns kämpfen. Och Gott, das ist doch bestimmt der Typ, der irgendwie 5, 6 Level 2 Dinger hatte, oder? Ah, nur 4. Okay. Ja, es sind wirklich Level 2. Und so weit reicht meine Erinnerung dann doch noch. Aber das ist völlig egal. So, wir machen den Typen jetzt einfach gnadenlos fertig. Wir werden ihn richtig zerstören. 22 E-Punkte. Nächstes Ra- Nein, ich möchte ihn nicht wechseln. Mein Vogel wird... Der kann nichts, das ist schlecht. Ich will nicht. Raupi, Level 2. Kratzer. Weil wenn mein Vogel stürmt, dann lasse ich ihn frei. Also das heißt, er ist tot. Und er bleibt tot. Mit Wiederbeleben ist nicht. So was mache ich hier nicht. Alles, was stirbt, wird freigelassen.
Onio wurde besiegt. Mr. Kdom erhält 33 E-Punkte. Er erreicht Level 11. Weil ich geil bin! So, Käfersammer Greg setzt als nächstes Robby ein. Diese Abwechslung. Wahnsinn. Ich bin stolz auf dich, mein Freund. Ich bin richtig stolz auf dich. So, und nochmal Kampf. Kratz R. Und schwupp. Da hat sich das auch erledigt. Ich habe 32 Geld von ihm bekommen. Siehst du, dieser Junge hatte dann richtig viel Kohle. Möchtest du teilen mit dir? Nein, ich möchte dir nicht meine Telefonnummer geben. Dir doch nicht. Also jetzt nichts gegen dich, aber ich stehe nicht so auf kleine Käfersammlerkerle. Ja, ich bin in der Dunkelhöhle ein tolles Pokémon gefangen. Ich werde es trainieren, später gegen Zweig, den Arenaleiter von Viola City anzutreten. Ja, viel Erfolg dabei. Ganz ehrlich, viel Erfolg. Oh mein Gott! Was machst du denn hier? Oh Gurke! Du bist echt schnell, du hast mich in Windeseile überholt. In Ordnung, Gurke. Dafür bekommst du jetzt was von mir. Oh, was bekomme ich denn? Hier. Kampfkamera. Ja, ich habe mir jetzt was ganz anderes versprochen. Ich bin bodenlos enttäuscht. Diese Kampfkamera ermöglicht es dir, den Verlauf von Pokémon-Kämpfen zu dokumentieren. So, ich gehe schon mal weiter. Nochmal überholst du mich nicht. Auf geht's, Marl! Ja, alles klar. Wer bist du denn? Ich weiß es einfach nicht. Bärenfürststücke, Bärenfürststücke. Hallo, komm ruhig näher. Bei mir kannst du Stücke gegen Bären eintauschen. Wenn du irgendwelche Stücke dabei haben solltest, kannst du sie bei mir gegen 3 Bären pro Exemplar eintauschen. Das ist fast geschenkt, sage ich dir. Was ist das hier? Licht oder was? Ja, sieht nach Licht aus. Coole Sache. Finde ich gut die Idee, dass wenn es dunkel ist, dass dann irgendwo Lampen leuchten. Wir gehen hier erstmal ins Pokémon Center. Und Mr. Kton braucht ein bisschen Erholung. Ja. Ja, ein Pokémon für einen Moment meine Obhut. Easy. Danke. Dein Pokémon sind wieder topfit. Ja. Mehr wollte ich nicht hören, mehr wollte ich nicht. Wir sind in Viola City angekommen. Und, gehen wir direkt in die Arena? Oh Gott, nee, ich trau mich nicht. Wir gehen erstmal in den Knuffenserturm. Falls der hier dann auch steht. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwie... Boah, das sieht aber cool aus hier. Was hast du zu melden? Soll ich dir was verraten? Du kannst Markierungen auf die Karte von deinem Pokémon setzen, dir kleine Notizen dazu schreiben, wenn du willst. Ich will auch sein Pokémon, aber meine Mama will mir keinen kaufen. Dann geh arbeiten, Junge. Verdien dir dein Geld selber. Oh, ist das Ding groß. Nur Fenster tun. Oh, was ist hier los? Erstmal die Leiter hoch. Ein Kampf! Meistermönch! So sehr, wie hier auch wüten, der Turm steht felsenfest. Eine Herausforderung von Weiser Eckhart. Hören sich meine Bälle mal bitte aufzudrehen? Was ist da los? Hallo? Das Spiel ist abgestürzt. Ohne Witz, was ist da los? Die Bälle drehen sich immer weiter und nichts passiert. Ich drücke wirklich alle Tasten. Und ich habe scheinbar irgendwie ein Safe State gemacht. Auch wenn ich nicht weiß wie, aber... Das Spiel ist abgestürzt. Ich muss es nochmal machen. Vorhin habe ich zwischendurch nie gespeichert, glaube ich. Außer diesen einen Safe State eben gerade. Oder? Nein, 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 nein.